und willkommen dazu in meinem Video, was heißt 181 Tage oder auch 6 Monate USA. Vorweg, ich habe dieses Video gestern Abend schon gemacht und habe mir hinterher die Aufzeichnung angesehen, hat es auch schon in YouTube hochgeladen. Dann hat der liebe Tobi, der das noch schon gesehen hat, mir mitgeteilt, dass es eine Katastrophe war, weil der Ton nur gehackt hat. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe zwar verschiedene Kamerasysteme. Deswegen ist das ein neues Video. Also wie gesagt, das Motto heute ist 6 Monate oder 181 Tage USA. Ein halbes Jahr schon, oder? Wie das Anni, meine Liebste, ausdrücken würde. 25 ungeöffnete Weinflaschen. Ich glaube es nicht. 25 verpasste Dienstage, 25 verpasste Wochen. Scheiße. War so, Anni und ich haben uns halt immer jeden Dienstagabend getroffen, auch sonst mal ab und zu in der Woche, aber der Dienstag war halt immer für uns da. Wir sind auf jeden Fall, sie haben immer eine Flasche Wein leer gemacht. 25 sind ungeöffnet. Die müssen wir alle nachholen, wenn ich wieder da bin. Okay, so. Was kann ich von dem halben Jahr erzählen? Ich meine, ihr habt ja mal alles mitbekommen, was so war. Viele Höhen, viele Tiefen gehabt. Aber der Brief von der Karte, diesen Brief öffnest du, wenn du mal ganz traurig bist. Immer noch geschlossen, Kathi. Klar gab es Höhen und Tiefen, ne? Ich war auch im Rematch, neue Familie, alles und so. Aber mir geht's super. Ich liebe es hier. Es ist genial. Von daher weiterhin geschlossen. Was war sonst in dem Heim? Im Juni. Einmal kurz im Monatsrückblick. Juni war halt viel los. Nicht so viel, eigentlich mehr so gechillt und viel geshoppt, wie ihr gleich sehen werdet. Und ich hatte Geburtstag. Beste. Es gab eine Torte, eine kleine Party. Ich war mit meinem Freund Tommy. Wir sind das Wochenende nach Sacramento gefahren, weil ich ja dahin wollte, in der Country Bar und so. Aber wie gesagt, es war mein 23. Geburtstag. Ich bin mega happy. Es war super cool. Ich dachte mir, ja, soll ich jetzt wieder einfach mal erzählen vom letzten Monat oder ich zeige euch einfach mal so, was so gewesen ist hier, was ich so gemacht habe. Und überwiegend war ich halt shoppen. Und ja, lasst uns mal schauen, was ihr Denise geshoppt habt. Also, ich habe diese Karten vorbereitet. Und zwar habe ich 5 Dinge gekauft. Von, was war es wohl? Kleider! Ich habe 5 Kleider gekauft, seit ich hier bin. Das Lustige ist, ich habe zu Hause nie Kleider getragen. Ich hatte, glaube ich, zu Hause habe ich 5 Kleider. Die habe ich 5 gekauft. Ja, hier kann man die halt öfters tragen. Also nicht nur zu Geburtstagsanlässen, sondern auch einfach im Sommer oder so. Weil es einfach viel angenehmer ist, einfach so ein Kleidchen drüber und dann ist es so viel angenehmer, als so eine Hose anzuhaben. Weil es hier so warm ist, wird in den einen Tag mal über 42 Grad. Ja, da bist du froh, so wenig wie möglich anhast. Ne? Kommen wir mal weiter. Haben wir 11 Dinge wieder von T-Shirts. Ja. Ich habe mir 11 T-Shirts gekauft, ja. Das klingt jetzt nicht so viel. Die Menge macht es hinterher. Ihr werdet sehen. Ja. Dann lass uns mal schauen. 14. So, das fand ich überraschend. Ich meine, das ist jetzt auch, okay, ich sag mal, was das ist. Es sind 14 Hosen. Für mich ist es eine Katastrophe, Hosen zu kaufen. Ich hasse das in Deutschland. Ja, von daher fand ich das überraschend. Okay, da ist auch eine Jogginghose bei und eine Schwimmshort, die ich separat gekauft habe. Aber 12 Hosen, also Hotpants überwiegend. Ich habe ein paar Hosen mitgebracht, ne? Lange Hosen nur. Von daher brauchte ich kürzer. Ich bin in Kalifornien. Dann habe ich 7 gekauft von 7 Paar Schuhe. Ich glaube es nicht. Ich habe jetzt 10 Paar Schuhe hier. Und 2 Paar Flipflops. Ich weiß gar nicht, ob ich die nach Hause kriegen soll. Katastrophe. Ich glaube, da werden auch noch Schuhe zukommen. Ich bin ja noch gar nicht so der Schuhkauftyp. Aber ja. 7 Paar Schuhe. Dann, meine Lieblingszahl. 25 Dinge habe ich davon gekauft. Von, was ist das? Tops. Oh mein Gott, Top-Shopping-Wahn. Ich liebe Tops, die sind so angenehm hier.
Ganz viel verschiedene habe ich halt auch gewollt, immer wenn was Schönes drauf, was mir gefallen hat, dann so. Total toll. Ja, die meisten sind auch von American Eagle. Ich liebe American Eagle. Hallo zukünftiger Pferd. Ich kaufe bei American Eagle ein. Ich liebe diesen Namen. Ich habe auch Shirts von American Eagle mit hingebracht. Zwei oder drei Stück, die ich vom Urlaub hatte. Und die sind jetzt auch schon 3 Jahre alt, glaube ich. Immer noch super Zustand. Einfach genial. Super Ware. Ich liebe das. Ja, 25 Tops. Dann 8 Dinger habe ich gekauft von. Langärmeligen Sachen, also Pullover. Und eine Jacke ist dabei. 7 Pullover und eine Sweatjacke. Fand ich witzig, dass ich mir echt Pullis gekauft habe, aber das war jetzt spontan bei meiner Vereinarbeit dabei von der Training School, wo ich halt in New York war. Wollte ich dann gerne als Erinnerung haben. Das ist auch mega bequem. Und dann, ja, mein California-Pulli ist dabei, den ich auch einfach total gern trage. Dann habe ich mit meinem Papa mir in San Francisco eingekauft, als der hier war, weil ich nur eine dünne Jacke anhatte und das so windig war an dem Tag. Oh ja, da kommt dann halt auch noch der Pullover dazu. Wie gesagt, ach, Pulli. Und zu guter Letzt 4 Taschen. Klingt jetzt für viele Mädchen jetzt nicht so viel, auch mit den Schuhen, ne? Ich habe gesagt, ich war nie so das typische Mädchen in Deutschland, so Kleider, Tasche und Schuhe. Ja, aber hier, also gesagt, für mich sind 4 Taschen jetzt viel, weil dann, wenn ich nach Hause gehen soll. Ich habe ja meine Lieblingstaschen und auch die, die sind noch aus Deutschland, meine Handtasche. FC Bayern München. Die habe ich von meiner Oma Gilla bekommen, bevor ich ausgereist bin, noch zu Weihnachten. Und ich benutze sie hier jeden Tag. Nein, die ist klasse. Von daher, warum soll ich mir noch eine Handtasche? Dann haben wir jetzt eine große Handtasche gekauft, auch von Karl Jacquet und dann halt so andere Handtaschen, ganz kleine. Aber ja, hat man halt zu kaufen. Ich hatte das gestern mal nachgezählt, glaube 75 oder 76 war es. Kleidungsstücke gekauft, weil ich jetzt gerade das gezeigt habe. Ja, und Socken und Unterwäsche natürlich auch, aber das habe ich jetzt nicht gezählt, ne? Ja, viel Geld in Shopping-Klamotten. Aber ich habe jetzt auch erstmal eine Menge gekauft. Ich weiß auch nicht, wie ich das nach Hause kriegen soll. Und auf meiner Liste stehen noch zwei, vielleicht auch drei Dinge. Beim Druck bin ich mir noch nicht sicher. Die ich halt gerne noch haben möchte. Sind aber alles drei teurere Anschaffungen. Also, ja, von daher habe ich mir das noch nicht gekauft gehabt. Und das werde ich dann jetzt demnächst mal noch irgendwie hinzufügen. Naja, auf jeden Fall. Das war's. Weil das ist jetzt hier vom Shopping-Clip. Und, was kann ich sonst sagen? Ja, ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr vermisse ich vielleicht alle. Ich weiß, ich habe viel verpasst zu Hause. Geburtstage, Feiertage, Stärkraderkirmes, Saufen. ja, einfach die Abende zusammen mit meinen Eltern zu verbringen. Ja. Aber ich habe jetzt auch schon eine E-Mail bekommen von Kreisverkehr, dass die halt langsam anfangen halt zu fragen, weil das jetzt ein halbes Jahr ist. Weil die sich ja langsam erkundigen, wie den Rückflogen etc. pp. Und dann wurde ich halt schon von Kajakia angeschrieben, meine Agentur, wie es aussieht, ob ich verlängern möchte, ob ich weiß, dass ich nach Hause will, dann muss ich meine Bewerbung überarbeiten, wenn ich noch hier bleiben will, was das kosten würde und dies, das, jenes. Und dann sitzt du da vor dieser E-Mail und denkst dir so, wow, jetzt soll ich entscheiden, ob ich noch länger bleiben möchte. Also ich kann 6 oder 12 Monate länger bleiben. Und ja, was soll ich sagen, ne? Es gibt noch viel zu sehen. Ich habe auch das letzte halbe Jahr nicht so viel getravelt, weil ich halt auch mehr geshoppt habe und dann auch andere Sachen dazwischen kamen und so. Und ich weiß, ich finde es hier einfach schön. Ich meine, viele von euch haben schon gesehen, wo ich hier lebe, wie ich lebe. Dass man das halt total schön findet, ne? Ich lebe in Amerika. Von daher, ich habe auch mit meiner alten Klassenlehrerin geschrieben, von der Krankenpflegeschule und mit meiner alten Arbeitgeberin. Ich habe noch 3 Monate zu Hause gearbeitet, habe, bevor ich hergekommen bin. Und die haben halt auch gesagt, ran an den Speck, Denise, bleiben Sie da. Nutzen Sie die Chance, die Sie haben. Haben mir eigentlich darum, ich wollte wissen, wie meine Chancen aussehen, wenn ich wiederkomme, nach 2 Jahren in meinen Beruf wieder einzusteigen oder nach 1,5 Jahren oder 1 Jahr und 9 Monate. Weil das will man ja halt auch wissen, ne? Und ja, die meinten, ich würde auf jeden Fall was kriegen. Krankenpflege wird immer gesucht. Mich doch richtig entschieden damals.
Ja, von daher, wir sind jetzt alle Wege offen. Auch schon mit meinen Eltern drüber gesprochen, was mir nicht ganz so leicht fiel. Die meinten, mach das, was für dich richtig erscheint. Ja. Problem ist, ich dachte immer, wenn ich verlängere, dann müsste ich eh nochmal nach Hause kommen, wegen Visa und so. Und was läuft anders, ich kann 2 Jahre durchgehend hier bleiben, das wird alles von hier geregelt. Und ich mir dachte so, krass, 2 Jahre, so ohne einmal im Dienstlager gewesen zu sein. Dienstlager. Ich gebe jetzt auch nicht so viel aus meinem Dienstlager, weil das also meine Leute, ne. Ja, aber das ist so, so krass zu entscheiden. Aber... ich will auch in keine andere Familie mehr. Also auch, weil mir die Gegend so gut gefällt, weil ich hier Freunde gefunden habe. Ich bin so glücklich, so jetzt richtige Freunde hier gefunden zu haben. Klar, auch glücklich, dass Tommy hier wohnt. Nicht so weit weg. Ja, wenn ich jetzt irgendwie nach, keine Ahnung, nach New York kommen würde, wäre auch schon geil. Aber ich weiß noch nicht, also ich wäre aber so glücklich mit der Familie. Die Mutter ist so lieb, die Kinder sind so zutraulich geworden. Klar, brauchen wir die Zeit. Aber... ich komme mit der Mutter halt super klar, die ist so lieb. Und ja. Also, wenn, also, man kann halt nicht drüber sprechen, weil ich auch einfach jetzt erst seit 5-6 Wochen in der Familie bin. Und ich habe mich einfach krass schnell eingelebt hier, wirklich. Ne? Schon am nächsten Tag war für mich irgendwie selbstverständlich, im Kühlschrank zu gehen, also was eigentlich voll ungewohnt ist für mich. Aber ich glaube, wenn die mich fragen würden, ob ich ein Jahr bleiben würde, würde ich ja sagen. Weil wir haben halt schon mal drüber gesprochen, bevor ich hergekommen bin, also bevor wir gesagt haben, dass ich hierher gehe. Und die Mutter hat schon Anspielungen gemacht, dass die halt auch für nächstes Jahr noch her wollen und ob ich dann auch bereit wäre, noch ein Jahr zu bleiben. Und wir haben gesagt, wir müssen gucken, wie die Dinge laufen, dies, das, jenes, pipapo. Ja. Und ich muss mich ja bald entscheiden. Wie gesagt, ich muss dann, ich werde das einfach mal ansprechen, bald im August oder so, was sie dazu sagt, zu der ganzen Situation. Und dann, ja. Mal gucken, ne? Lass ich euch wissen, wie ich mich entscheide. Ich weiß noch gar nicht mehr, wie viele inzwischen meinen Blog noch verfolgen. Von einigen weiß ich das. Die sind regelmäßig erkundigen bei mir dann auch so, hey, ich will jetzt keinen Namen aussprechen. Du hast deinen Blog vergessen. Aber ich gebe mein Bestes. Es ist halt immer, wie gesagt, schön das blöd an den Wochenenden dann so. Genau, weil ich ja, wenn Tommy mich am Freitag abholt, dann will ich nicht immer Freitagabends und Samstagabends noch irgendwas an meinem Blog schreiben. So, weiß ich nicht. Weil wenn wir so viel anderen Quatsch machen und so, dann vergesse ich das leider. Und Sonntagabends bin ich dann zu müde, alles nachzuschreiben. Und dann ist montags und dann denkt man sich so, boah, das ist so viel nachzuschreiben vom Wochenende. Ein Teufelskreis. Ich muss mir da mal irgendwie was einfallen lassen. Dass ich das vielleicht doch mal irgendwie so ein paar Minuten Zeit nehmen und schreiben. Aber ich will ja auch nicht, dass es einfach wieder hingekritzelt ist, ne? Hingekritzelt am Laptop. Wer ist das denn hingetippelt? Hingetippelt. ja, sonst. Ich halte euch natürlich weiter auf dem Laufenden, was hier abgeht, was ich vorhabe, wie mein Leben aussehen wird. Ich sag, kacke, so sein Leben so weit voraus zu planen. Das ist irgendwie eine Ausbildung, weißt du, ich bin jetzt 3 Jahre in der Ausbildung. Fertig. ja, jetzt ist das alles so. Ich weiß nicht. Aber mir geht's super. Ich bin mega glücklich. Ich vermisse euch, Leute. Dann, ich vermisse deutsches Essen. Wir haben auch schon hier ab und zu mal Deutsch gekocht. Aber das ist alles nicht das Gleiche. Auch wenn die Mama mir jetzt Nudeln wieder schickt. Also Miracoli und sowas. Aber das ist alles nicht das Gleiche. Ich will Hausmannskost. Ich will, ich weiß auch nicht. Gorlan. Gefüllte Paprikaschoten. Mein Gott, Frikadellen, ne? Meine Mama macht so geile Frikadellen. Meine Omi. Aber, weil die Frikadellen meine Mutter habe ich jetzt auch morgen, ne? Das ist echt immer das Essen. Frikadellen, wenn ich morgens wach werde um 6:30, ne? Und man sich so denkt, boah, ich habe keinen Hunger, ne? Dann denkt man so, ich bin ja sowieso immer so seltsam, ne? Dann denke ich mal so über verschiedene Sachen nach morgens, ne? Weißt du, man hat so einen komischen Geschmack im Mund vom Wachwerden und alles. Weil erst so ran, ich denke immer so dann, Frikadellen von Mutti. Ich will die essen, morgens um 6.30 Uhr, kalt, mit Ketchup. I don't care. Ich will die essen. Naja. Wie gesagt, vieles deutsches Essen noch nicht. Was keine Auslandskost ist, aber ganz wichtig. Currywurst, Pommes, Mayo. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich deutschen Boden betrete,
Das erste, was ich mache. Nicht das erste. Weil ich möchte die nicht in Düsseldorf essen. Ich will die an meinem leckeren Neutor-Stand essen. Gibt's den noch? Ich kaufe. Im Kino, den Neutor-Grill. Boah, zerstört dein bloß nicht, ja. Egal, ich mach einen schönen Dienstag nach Currywurst Pommes Mayo. Gosh, dafür werde ich so töten gehen. Darf man das so sagen in YouTube? Oh mein Gott, nicht, dass hier nachher irgendwie die Stasi ankommt oder so. Darf man das sagen? Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt noch sagen darf. gut. Dann, Leutchen. Achso, ja, grüßen möchte ich heute. Ich grüße aber meine Mami und mein Papi, weil ich euch einfach so ganz arg lieb habe, ich euch so vermisse. Ich freue mich schon wieder auf Skype, das ist echt immer mein Highlight am Wochenende. Ich vermisse euch einfach, also ist einfach mal schön, euch zu sehen. Und ja, ich grüße meine Chicas. Ani, Bibi, Romina, Yassi und Conny. Ich weiß, ich bin ein bisschen später mit dem Video, deswegen kann ich es eigentlich jetzt auch schon sagen. Gerade ist euch schon das Finale eingezogen. Weißt du, 12 Jahre lang haben sie es nicht gepackt, wo ich mir die Werbung angeguckt habe. Weißt du, und jetzt das, Ficker, Leute, macht was Großes, schickt mir Bilder, trinkt Bier für mich mit. Ich werde mich mal erkundigen, was ich Samstag, wo ich Sonntag dann das Finale gucke. Ich muss auch leider gestehen, Oranje, Oranje, Oranje. I'm sorry. Fließt niederländisches Blut in mir, von daher. Hab ich hier keine Wahl. Nein, aber. Einfach, weil ich nicht möchte, dass Deutschland Weltmeister wird, wenn ich nicht da bin. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Nein. Nein. Deswegen bin ich auch schon die ganze WM da angepisst. Auf Deutschland. Von daher. Ich darf so reagieren. Ich darf mich auch freuen, dass sie heute gewonnen haben. Aber wie gesagt, ich finde es nicht fair. Ich bin nicht da und dann ziehen die sowas ab. Oranje, Oranje. Von daher. Okay, Leute. Ich werde euch mit dem Laufenden halten und wir werden sehen, was sich ergibt, wie mein Leben weitergeht. Und ja. Macht's gut. Warte, warte, warte noch. Tschüss.